Ja, das war eine schwere Ministerpräsidentenkonferenz, eine konstruktive, aber eine schwere. Denn ich glaube, es ging vielen Kolleginnen und Kollegen so wie mir, man ist doch hin und her gerissen in dieser Situation, in der wir uns befinden und beschäftigt sich ja täglich mit der Frage, nicht nur wo stehen wir in diesem Infektionsgeschehen, sondern wie kann man auch wieder eine Perspektive ermöglichen, wie kann man die ersten Schritte wieder hin zu einer Normalität gehen. Das ist ja etwas, was jeden Tag in der Politik bundesweit eine Rolle spielt, weil wir sehen, wie umfassend auch diese Einschränkungen sind und wie belastend ja auch für viele Menschen, gar keine Frage. Und wir haben auch viel erreicht, das muss man sagen. Es ist von allen auch nochmal gewürdigt worden, dass die Maßnahmen, die miteinander formuliert wurden im November, im Dezember, dass die ja entsprechende Erfolge auch zeigen und dass wir sehen, wie die Zahlen nach unten gehen. Sie gehen regional unterschiedlich, stark nach unten, aber sie bewegen sich in diese richtige Richtung. Nur man muss eben auch festhalten, dass es noch nicht reicht. Die Bundeskanzlerin hat eben schon darauf aufmerksam gemacht, dass ja nicht nur gestern in der Expertenanhörung, sondern auch durch unser eigenes Erleben, wenn wir die entsprechenden Kliniken besuchen, dass wir sehen, wie die Belastung in den Krankenhäusern ist, insbesondere in den intensivmedizinischen Abteilungen und wie das Personal auch jeden Tag gefordert ist und tatsächlich an Grenzen kommt, an Grenzen der Belastbarkeit auch kommt. Also insofern war klar, dass wir, obwohl wir eben viele Erfolge schon sehen und sehen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, obwohl wir sehen, dass viele Zahlen sich in die richtige Richtung bewegen, wir doch noch deutlich mehr zu tun haben. Und insofern war dann auch klar, dass es eine Verlängerung der beschlossenen Maßnahmen bis zum 31. Januar geben soll. Und das war auch im Kreis der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten unstrittig. Auch, dass es zu weiteren Einschränkungen kommt. Die sind nicht ohne. Man muss das wirklich noch mal sagen, das, was wir jetzt auch an zusätzlichen Kontaktbeschränkungen beschlossen haben, dass wir insbesondere auch die Maßnahmen, die ja nun weiter in den Schulen umgesetzt werden müssen, dass wir sehen, dass das auch weiterhin Belastungen sind oder sogar zusätzliche Belastungen sind, aber eben Dinge, die doch nötig sind, um einen wirklich erfolgreichen Weg im Laufe dieses Jahres gehen zu können. Gut ist, dass wir jetzt in unserer Strategie eine zweite Säule zur Bekämpfung dieser Pandemie haben. Das ist das Thema Impfen. Es ist eine zweite Säule neben den Einschränkungen, neben den Maßnahmen, die bisher beschlossen wurden. Und es ist eine zweite Säule, die mit diesen Einschränkungen ineinander greifen muss. Das ist ganz klar. Und insofern war das natürlich auch sehr wichtig, heute zu erfahren, wie verlässlich, wie planbar sind die nächsten Lieferungen für Januar, Februar mindestens. Denn es hat ganz praktische Konsequenzen. Wenn wir wissen, wann können wir mit welchen Impfstoffmengen rechnen, wissen wir auch, wen wir wann zu den nächsten Impfterminen einladen können. Wir haben ganz konkret für Berlin, wir haben so, wie das auch priorisiert ist bundesweit, nach den Menschen, die erst in den Pflegeheimen ja besucht werden und geimpft werden, haben wir die über 90-Jährigen eingeladen. Jetzt gehen gerade die Briefe raus für die über 80-Jährigen. Das sind schon alles Zehntausender Größenordnung an Briefen, an Einladungen, die jetzt ausgesprochen werden zu den nächsten Impfterminen. Und natürlich ist es dann wichtig, den Leuten auch verlässliche Termine nennen zu können. Und insofern war das heute den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten sehr wichtig, da auch diese Planungssicherheit zu bekommen für die nächsten Monate. Und wir wissen, dass ja nun auch die Kapazitäten aufwachsen können mit zusätzlichem Impfstoff von anderen Anbietern, der in den nächsten Monaten mit dazukommen kann. Also, wir sind gut vorbereitet in den Ländern. Das ist klar. Seit Mitte Dezember sind die Länder mit Impfzentren und mobilen Teams vorbereitet. Wir haben die entsprechenden Terminvergaben koordiniert. Wenn nun auch die Impfstofflieferungen verstetigt werden, haben wir eben ein weiteres Standbein, eine weitere Säule, um gut auf Corona reagieren zu können, neben unseren Maßnahmen. Und es ist auch wichtig, dass wir mit beiden Maßnahmen reagieren. So gut und richtig alle Einschränkungen auch in der Vergangenheit waren. Und ich sage es nochmal, so viel sie auch gebracht haben, so klar ist doch, auch das erleben wir jeden Tag, es sind temporäre Erfolge. Es sind temporäre Erfolge und deswegen müssen wir mit dem Impfen einfach auch eine langfristige Perspektive reinbekommen, um die Menschen dann tatsächlich
auch zu entlasten und wieder Schritte in die Normalität zu ermöglichen. Und ich glaube, wir haben eben in diesem Sinne jetzt auch große Schritte nach vorne gemacht. Ich will für mich abschließend noch einmal sagen, dass trotz dieser ja nach wie vor auch bedrückenden Situation, ich sehe, dass es hier ein sehr klares und sehr eindeutiges Commitment gibt der Bundesländer und der Bundesländer mit dem Bund in diesem Vorgehen. Und ich glaube, dass das auch sehr wichtig ist. Dass sehr wichtig ist, dass zu spüren ist, wir gemeinsam wollen und werden diese Krisensituation bewältigen. Und sie ist auch nur gemeinsam zu bewältigen. Das ist immer wieder deutlich geworden. Es ist klar uns allen, es ist jetzt auch keine Zeit für Halbherzigkeit. Weder bei den beschlossenen Maßnahmen, die jetzt umzusetzen sind, noch dann im Rahmen unserer Impfstrategie ist jetzt die Zeit für Halbherzigkeit. Wir müssen gerade, wenn wir unsere bisherigen Erfolge nicht in Frage stellen wollen und nicht wollen, dass sie uns wegrutschen in den nächsten Wochen, müssen wir diesen Weg auch entschlossen weitergehen. Und ich glaube, das spüren auch viele Menschen in unserem Land, dass wir genau an dieser entscheidenden Stelle jetzt sind, dass wir jetzt auch durchhalten müssen in den nächsten Wochen mit diesen Maßnahmen, die beschlossen wurden, damit wir dann ergänzend zu den Impfungen, die zu erleben sind, dann auch wirklich eine Perspektive für die Mitte des Jahres bekommen, um dann wieder mehr Dinge zu ermöglichen im Bereich der Kultur, des Sports und vieler anderer Dinge, die uns wichtig sind in unserem Zusammenleben. Also insofern glaube ich, um da noch einmal anzuknüpfen, nach einem schweren Tag und einer schweren Ministerpräsidentenkonferenz kann man doch sagen, eine sehr wichtige und sehr erfolgreiche Ministerpräsidentenkonferenz auf unserem Weg, diese Pandemie zu bekämpfen.